Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich für euch einen neuen Godmode-Glitch, den ihr auf Firebase Z zurzeit machen könnt. Leider ist der Godmode-Glitch ein Duo-Godmode-Glitch, das heißt, ihr braucht noch eine weitere Person. Wenn ihr nicht 24/7 einen Kollegen habt, der das mit euch machen kann, dann könnt ihr gerne in meinem Discord-Server joinen. Der Link dafür ist in der Beschreibung. Dort müsst ihr dann auf dem ersten Link klicken, meinen Discord joinen und könnt ihr in einem Community-Chat schreiben und fragen, wer gerade Bock hat, den zu machen. Bei diesem Glitch handelt es sich um einen richtigen God-Mode-Glitch, wo ihr rumlaufen könnt und nicht von den Zombies sterben könnt. Ihr könnt euch auch nicht mit irgendwelchen Granaten selbst umbringen oder mit dem Molotow anzünden. Zu den Vorbereitungen, ihr braucht die Feldausrüstung Heilaura. Seid ihr auf Firebase Z angekommen, müsst ihr einmal durch den Teleporter durch auf die richtige Firebase Z und euch da dann das Perk Tombstone holen. Sobald ihr Tombstone habt, lasst ihr euch von irgendeinem Zombie down. Nun müsst ihr warten, bis euer Bleeding Out Timer, das heißt der rote Balken, ungefähr sich um ein Drittel geleert hat. Jetzt geht ihr nämlich in den Tombstone-Modus und wartet, bis der Bleed-Out-Timer komplett zu Ende läuft. Kurz bevor der Bleeding-Out-Timer zu Ende gelaufen ist, sagt ihr eurem Kollegen, dass er Heilaura aktivieren soll. Dies verhindert nämlich, dass ihr ausblutet und ihr werdet merken, dass ihr wieder lebt und vor euch der Grabstein noch da ist. Wenn ihr das geschafft habt, habt ihr schon mal den schwersten Part des Glitches hinter euch. Nun müsst ihr zu einem der vielen Jump-Pads gehen, die auf der Map Firebase vorhanden sind. Jetzt stellt ihr euch in ein Jump-Pad rein und wartet, bis ein Zombie euch angreift. Kurz bevor der Zombie den letzten Schlag auf euch hittet, aktiviert ihr das Jump Pad. Ihr wisst, dass ihr es richtig gemacht habt, wenn das Jump Pad Geräusch kommt, ihr aber trotzdem stirbt und eurem Teammate zuschaut. Nun sagt ihr eurem Teammate, dass er die Runde beenden soll und sobald ihr wieder gespawnt seid, solltet ihr im God-Mode-Glitch drin sein. Woran ihr direkt erkennen könnt, ob ihr im God-Mode-Glitch drin seid, ist, dass ihr nicht mehr durch den Teleporter gehen könnt. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie es aussieht, wenn ihr einen der Steps falsch macht. Wenn der Kollege seinen Heilaura zu früh aktiviert, werdet ihr merken, dass ihr wiederbelebt werdet und der Tombstone verschwindet. Das sieht dann genauso aus wie im Video. Wenn euer Kollege aber Tombstone zu spät hättet, werdet ihr merken, dass ihr eurem Kollegen einfach im Spectator-Modus zuschaut. Wenn ihr beim Jump-Pad-Step das Jump-Pad zu früh aktiviert, werdet ihr einfach das Jump-Pad benutzen. Es ist kein Problem, ihr könnt zurücklaufen und den Step wiederholen. Wenn ihr aber stirbt und ihr nicht das Jump-Pad-Geräusch hört, müsst ihr leider alles wieder von vorne anfangen. Nun habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Bevor ihr in den God-Mode-Glitch reingeht, würde ich euch empfehlen, dass ihr eure Waffen packerpuncht. Denn wenn ihr im God-Mode-Glitch drin seid, spawnt ihr natürlich mit eurer Startwaffe wieder. So könnt ihr ganz einfach eure alten Waffen, eure gepackerpunchten Waffen und auch alle eure Perks wiederbekommen. Denn das Grab von Tombstone, das bleibt da. Und das war auch schon der ganze God-Mode-Glitch. Im God-Mode könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr könnt jetzt Perks holen, was auch immer. Ihr könnt natürlich auch eure Thanos-Aufgaben machen, auf High-Rounds gehen oder einfach XP farmen. Und an der Stelle nochmal ein Shoutout an die Founder, und zwar sind das Freight, Serial Glitchers und Unique Gaming Production. Deren Links findet ihr natürlich alle in der Videobeschreibung. Und nochmal ein fettes Dankeschön an The Hand of Engine dafür, dass du dich im Discord bereitgestellt hast, mir bei dem Glitch zu helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like auf dieses Video da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Codebook-Glitches zu verpassen, teilt das Video mit euren Freunden, damit sie auch was von diesem Godmode-Glitch haben und schreibt in die Kommentare, wie geil ihr diesen Godmode-Glitch findet. Und das war's auch schon. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.